Ja, moin zusammen, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Bei eurem neuen Elektroauto, da soll von allem etwas dabei sein. Also eine gute Mischung aus Komfort, Reichweite, Qualität, Alltagstauglichkeit und natürlich auch ein guter Schuss Emotion. Ja, und das auch noch zu einem angemessenen Preis. Ganz schön schwierig, da den Durchblick zu behalten. Aber vielleicht ist da dieses Video dann genau das Richtige für euch, denn hier haben wir mal die Top 10 der besten Elektroautos bis zu einem Preis von 25.000 Euro für euch zusammengestellt. Und ja, ihr habt richtig gehört, ich habe wir gesagt, denn das habe ich auch nicht alleine gemacht, sondern ich habe mir Unterstützung geholt von Matthias vom Kanal Instadriver. Matthias ist da nämlich ganz tief drin in der Materie und er kennt im Prinzip alle Statistiken, Verfügbarkeiten und Lieferzeiten von so gut wie allen Elektroautos, die es aktuell zu kaufen gibt. Außerdem hat er, wie ich, schon fast alles selber gefahren und deshalb können wir beide euch da hoffentlich ein paar super Empfehlungen geben. Hi Matthias, super, dass du dabei bist. Ahoi Jens, danke für diese tolle Vorstellung. Ich kann das natürlich nur zurückgeben. Ich mag auch deine Videos und bin ein großer Fan von dir. Ja, falls ihr es noch nicht gemacht habt, ich verlinke den Kanal hier oben, Instadriver, natürlich abonnieren, Leute. Ja, ich würde sagen, dann steigen wir doch gleich ein in das Video. Unsere Top 10 mit den besten Elektroautos bis 25.000 Euro. Nicht nach Preis, sondern nach unseren persönlichen Empfehlungen. Also bleibt dran. Move Electric wird euch präsentiert von Fairfinanzpartner OHG Stefan Harmsen, eurem Versicherungspartner für E-Mobilität. Ach übrigens, Matthias und ich haben uns nicht nur die Arbeit geteilt, sondern wir teilen uns auch das Video. Das heißt, von den Top 10, da findet ihr die Plätze 10 bis 6 auf dem Kanal Instadriver von Matthias, verlinke ich euch hier. Und um es noch spannender zu machen, wir waren beide der Meinung, dass es nicht nur ein Auto auf Platz 1 gibt, sondern zwei. Und welches das erste Auto auf Platz 1 ist, das erfahrt ihr bei Matthias. Und alles andere, also die Plätze 5 bis zum zweiten ersten Platz, erfahrt ihr natürlich bei mir. Ja. Also am besten, Matthias, erstmal zu dir zum Kanal schalten, oder? Das finde ich gut. Schaut mal rüber zum Instadriver. Da bekommt ihr Plätze 10 bis 6 und den ersten Platz, den zweiten ersten Platz, weil wir teilen uns das. Wir haben gesagt, nee, es gibt zwei erste Plätze. Warum das so ist, das erfährt ihr in meinem Video. Plus es gibt dann noch ein paar Elektroautos, die es gerade nicht in die Liste geschafft haben, die aber dennoch erwähnenswert sind und die ihr unbedingt sehen müsst. Schaut mal rein. Ich freue mich auf euch. Genau, also zuerst zu Matthias und dann zurück zu mir. Aber andersrum geht es natürlich auch. Ja, dann starten wir also mal mit Platz 5. Und Platz 5 ist auf meiner Liste der Honda e. Und Matthias hat so ein paar technische Daten für euch. Ja, der Honda e hat eine WLTP-Reichweite von 222 Kilometer. Real würden wir schätzen, dass wir so circa 140 bis 200 Kilometer mit dem Elektroauto tatsächlich kommen. Die Akkugröße sind also 35 Kilowattstunden brutto, 28 Kilowattstunden netto. Laden lässt sich das Elektroauto leider nur einphasig, aber am DC-Lader geht es mit 56 kW voran und das ist doch schon ganz gut. Ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich finde den Honda e ein sehr innovatives Elektroauto. Er hat ein schönes Interieur und ein gutes optisches Design. Ich finde ihn aber relativ teuer für das, was man bekommt, weil der Akku doch relativ klein ist. Und einen Nachteil habe ich, wo ich mir schwer tue beim Honda e, sind diese Displays, die finde ich ja schön und gut. Meines Erachtens ein wenig zu viel, wenn die Seitenspiegel dann auch noch Displays sind. Und diese Displays erhitzen sich extrem stark, habe ich das Gefühl. Und gerade im Sommer kann das durchaus unangenehm werden. Das hatte ich tatsächlich so noch gar nicht bei meinen Probefahrten mit dem Honda. Und gerade die Displays, die finde ich persönlich ja das Geilste an dem ganzen Auto. Auch, dass man eine PS4 anschließen kann oder PS5, egal. Das finde ich also richtig cool. Und die Probefahrt mit dem Ding hat mir so mega Spaß gemacht. Natürlich ist der Wagen nicht der reichweitenstärkste, aber allein die Optik und das Ganze, also die Emotion bei diesem Auto, die hat also einen Faktor von 150%. Und deswegen steht er für uns auf Platz 5. Und das Witzige ist, wir haben uns ja die Liste vorher so ein bisschen angeschaut, wir gemeinsam, und haben diese Plätze gemeinsam festgelegt. Und Matthias und ich waren im Prinzip bei jedem Auto komplett einer Meinung, auf welchen Platz das Auto gehört. Auch wenn der Honda eben nicht der reichweitenstärkste ist, er hat einfach diesen Platz 5 verdient, weil er so viel Emotionen weckt und so eine wahnsinnig süß aussehende Knutschkugel ist mit einem richtig niedlichen Gesicht. Der Preis, wie du schon sagst, Matthias, der ist natürlich nicht ganz ohne. Wie hoch ist er nochmal?
Ja, der Preis liegt laut Lister bei 33.850 Euro und das ist doch ziemlich hoch für ein Auto dieser Klasse, muss ich sagen. Minus große Barverförderung, die es dieses Jahr noch gibt, sind wir aber bei 24.280 Euro und das ist dann schon wesentlich besser. Ja, wobei das natürlich für so ein kleines Auto doch ganz schön happig ist. Und bestellen kann man ihn momentan in Deutschland zumindest auch nicht. Gibt, glaube ich, einen Bestellstopp, oder? Ja, in Deutschland ist ein Bestellstopp drauf. In Österreich wartet man 6 Monate auf dieses Auto. Da kostet er auch 31.790 Euro, also auch etwas mehr. Also ja, ich tue mir so ein wenig schwer mit dem Auto wirklich tatsächlich dann, wenn man bezahlen muss, wenn man das Auto nicht bezahlen muss. Ja, natürlich keine Frage, cooles Auto. Aber beim Preis ja, wird es dann schon ein wenig happig. Das ist immer so, wenn man was bezahlen muss, dann hört der Spaß auf. Man kann das Auto aber auch abonnieren, zum Beispiel bei InstaDrive. Vielleicht verlinke ich das nochmal hier oben. Du bist ja quasi genau da an der richtigen Stelle. Ja, ganz genau. Da fällt es dann auf jeden Fall leichter. Ja, aber zum Thema Bestellstopp nochmal und Lieferzeiten. Also auch wenn wir jetzt hier heute sagen, der Wagen hat einen Bestellstopp oder die Lieferzeit ist so und so hoch, das ist natürlich auch nur eine Momentaufnahme. Und wir wissen ja auch, dass dieses Video unter Umständen auch ein bisschen länger im Netz ist und ihr seht es vielleicht Monate oder auch Jahre später vielleicht. Jahre vielleicht nicht, aber Monate mit Sicherheit. Und dann sieht es möglicherweise oder hoffentlich auch ganz anders aus. Deswegen haben wir auch diese Autos mit in die Liste genommen, obwohl sie vielleicht einen Bestellstopp aktuell haben, weil der ist hoffentlich nur temporär. Ja, manche fragen sich jetzt vielleicht auch, warum gibt es einen Bestellstopp in Deutschland und in Österreich ist er eigentlich relativ rasch lieferbar. Das liegt eindeutig an den Importeursverträgen, die im Vorhinein abgeschlossen wurden und wo ein gewisses Kontingent an Autos für Länder festgelegt wurden. Und wenn dieses Kontingent dann erschöpft ist, dann kommt das zu diesen unterschiedlichen Wartezeiten und teilweise auch Bestellstopps und schnellen Lieferzeiten im Nachbarland. Ja, genau. Und deswegen geht es gleich weiter mit Platz Nummer 4. Der Platz Nummer 4 geht an den Renault Megane E-Tech Electric EV 40. Und ich finde das wirklich ein gelungenes Elektroauto. Ich habe nur ein Problem damit. Es gibt leider in dieser Basisvariante, so wie jetzt hier vorkommt, 2 Nachteile, aber natürlich auch viele Vorteile, denn es ist ein modernes Elektroauto auf einer neuen, coolen Plattform. Übrigens dieselbe Plattform wie der kommende Nissan Ariya. Und meines Erachtens ein gutes Elektroauto. Ich habe ihn gerade im Test drinnen. Aber was sagst du, Jens? In der Variante, die wir jetzt so drin haben, gibt es nur einphasiges Laden. Ja, das ist richtig schade. Und der hat auch nur die 40 Kilowattstunden große Batterie. Das reicht aber immerhin laut WLTP für 300 Kilometer. Naja, in der Realität, da werden es wahrscheinlich eher so 150 bis maximal 200 Kilometer sein. Das ist aber trotzdem ein ganz guter Wert. Leider, wie du schon sagst, nur einphasiges Laden. Aber man kann immerhin schnell laden mit bis zu 85 kW, heißt es zumindest im Prospekt. Ja, für 1.900 Euro Aufpreis gibt es dann auch AC 22 kW Laden und das finde ich dann wieder gut. Was ich auch gut finde, war in meinem Test diese Reco-Pedals, also die Rekuperations-Pedals, die es direkt hinterm Lenkrad gibt. Da gibt es 3 Einstellungsstufen und noch eine 4., also gar keine Rekuperation. Und das finde ich ist sehr gut gelungen. Also man kann mit diesen Reco-Pedals wirklich gut fahren und auch die Geschwindigkeit sehr schön bestimmen. Schön ist auch, dass bei der Reco-Stufe 1 zum Beispiel, dass einem kleinen Verbrenner nachempfunden wurde und dass man tatsächlich auch segeln kann und die Rekuperation komplett wegschalten kann und auf der letzten Stufe die Rekuperation eigentlich ziemlich stark ist. Leider lässt sich das Auto nicht bis zum Stillstand rekuperieren, also es gibt kein One-Pedal-Driving. Also ich glaube bis 7 km/h rollt das Auto dann einfach weiter und bleibt nicht bis zum Stillstand durch die Rekuperation stehen. Das finde ich schade. Ja, finde ich auch ein bisschen schade. Ich mag ja dieses One-Pedal-Driving. Und du hast mir erzählt, dass auch die Verbrauchswerte auf deinen Testfahrten ganz annehmbar waren. Also sogar auf der Autobahn hielt es sich in Grenzen. Also das lässt hoffen. Ich finde den ja auch optisch ziemlich gelungen. Also zumindest von außen spricht er mich sehr, sehr gut an. Das Interieur von innen finde ich auch sehr ordentlich. Und was ich vor allem sehr, sehr faszinierend finde, sehr toll finde, zwar nicht in dieser Basisvariante hier, in dieser Liste, aber in allen höheren Varianten haben sie das Betriebssystem Google Automotive drin. Und das kennen wir vielleicht schon aus dem Volvo XC40 oder C40, wenn ihr meine Videos gesehen habt. Ich war davon ja doch relativ angetan. Das ist ein echt gutes Betriebssystem, auch mit einer guten Ladeplanung und Navi und Sprachsteuerung und Medien und so weiter. Also das hat echt Hand und Fuß. Und dass Renault das hier eingebaut hat, finde ich richtig, richtig gut. Ich frage mich jetzt nur, welches System dann wohl in der Basisvariante ist, wenn da Google Automotive angeblich eben nicht drin sein soll.
Du sagst es, Jens, also das Google Automotive ist ein tatsächlicher Gamechanger, muss man sagen. Ab der Evolution-Ausstattung ist es auch serienmäßig dann mit dabei. Leider vorher nicht in der Basisvariante. Und ich weiß es tatsächlich auch nicht, was dann vorher drin ist. Vielleicht das primitive System von der Zoe noch. Wobei, so primitiv ist es auch nicht, aber es ist halt das alte System. Aber das wäre doch schade, weil dieses Google Automotive ist so eine Bereicherung, gerade auch mit der Ladeplanung, dass man genau weiß, wie viel Prozent wann, wo, bei welcher Ladestation und mit wie viel Prozent man auch tatsächlich ankommt. Bezüglich Verbrauch, ich war wirklich begeistert. Also Renault hat da echt ein effizientes System erwirtschaftet. Sie haben ja den Motor nach vorne gepackt und haben gesagt, sie haben dadurch hunderte Meter an Kabel eingespart und dadurch auch einfach einen besseren Verbrauch im Endeffekt erwirtschaftet. Und das ist ihnen tatsächlich gelungen. Ja, da dürfen wir gespannt sein, wenn der jetzt wirklich auf der Straße ist. Sobald ich den mal kriege, werde ich den natürlich auch mal Probe fahren. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Platz 3 und da bleiben wir bei Renault. Nämlich Platz 3 ist quasi unsere Renault Zoe. Ich meine, ich kenne sie ja nun zu Genüge. Das war im Prinzip mein allererstes Elektroauto. Damals noch mit der 22 Kilowattstunden großen Batterie. Jetzt fahren wir ja auch noch eine Renault Zoe mit dem 50 Kilowattstunden Akku. Und die hat es auf Platz 3 geschafft, weil Zoe einfach doch ein wahnsinnig alltagstaugliches Auto ist und eine super Reichweite bietet. Hat WLTP 395 Kilometer, zumindest auf dem Papier, aber auch real schafft sie, zumindest in der Stadt. Diese 380 bis fast schon 400 Kilometer haben wir real in der Stadt im Sommer tatsächlich geschafft mit der Zoe. Und auch auf der Autobahn, da ist sie mit so 200 Kilometer Reichweite bei gutem Tempo 230 immer noch ganz gut dabei. Und ja, was meinst du, Matthias? Platz 3 ist doch verdient, oder? Auf jeden Fall verdient für die Zoe. Das ist schon eine Legende unter den Elektroautos. Und ich habe mir auch mal die Servicekosten von der Zoe angeschaut. Ich habe hier von InstaDrive mir 20 Renault Zoes raussuchen können und habe mir die durchschnittlichen Wartungskosten pro Jahr angesehen. Im ersten Jahr lag der Durchschnitt bei 159 Euro ohne besondere Vorkommnisse. Im zweiten Jahr bei 196 Euro. Da wurde dann unter den 20 Zoes eine 12-Volt-Batterie getauscht. Und im dritten Jahr dann 214 Euro im Durchschnitt, wobei da ein besonderes Vorkommnis war. Und zwar, es wurde ein Ölwechsel durchgeführt. Ups. Es war der Werkstatt dann auch ziemlich peinlich und sie haben es natürlich dann auch wieder refundiert, uns das Geld. Und also es wurden bei zwei Fahrzeugen wurde tatsächlich ein Bremsenservice gemacht und ein Fahrzeug von den 20 hatte im dritten Jahr ein defektes Fahrwerk. Und das kennt man ja bei der Zoe, die hat in einer gewissen Generation eine Schwachstelle an den Achsschenkeln, also an den Traggelenken vorne bei den Querlenkern. Ja, genau, das hatte ich bei meiner alten Zoe von Baujahr 2015 genauso. Da wurden die Koppelstangen getauscht und der Querlenker musste getauscht werden. Das war dann natürlich nicht so schön. Vor allem war das auch nicht ganz billig. Es gab aber auch ein bisschen Kulanz von Renault dann, sodass ich nicht alles selbst bezahlen musste. Ja, laden kann ja die Zoe auch relativ ordentlich mit 22 kW AC. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und DC schafft sie immerhin 46 kW, auch wenn 50 kW auf dem Papier steht. Aber in der Realität sind es dann eher 46 kW. Ja, und mit dem 52 Kilowattstunden nutzbaren Akku, da ist man dann auch nach 45, 50 Minuten am Schnelllader eigentlich wieder unterwegs, sodass man mit der Zoe dann schon irgendwie auch Langstrecke fahren kann. Man muss natürlich ein paar Ladestopps einplanen, aber die dann eben so alle 190, 200 Kilometer. Finde ich ganz in Ordnung. Und preislich, wie liegt die da? Preislich liegen wir auch ganz in Ordnung. Wir liegen bei 23.570 Euro nach BAFA-Förderung. Große Förderung noch dieses Jahr, sei gesagt. Und leider gibt es derzeit aber in Deutschland einen Bestellstopp. In Österreich ist die Zoe bestellbar und hat 4 Monate Wartezeit. Viele werden sich vielleicht jetzt fragen, Jens, warum ist die Zoe, die ja doch ältere Generation ist, noch vor der neuen Generation Renault Megane? Was ist da deine Begründung dafür? Na, wir kennen den Megane noch nicht so. Wir haben ihn noch nicht wirklich, also ich zumindest habe ihn auch noch nicht gefahren. Von daher warten wir es nochmal ab. Und von der Reichweite ist natürlich die Zoe in dieser Basisausstattung natürlich nochmal eine Hausnummer größer als der Megane. Das heißt, von der Praktikabilität möglicherweise ist die Zoe besser. Und natürlich weiß man bei der Zoe schon, was man bekommt. Und zwar ein grundsolides, ausgewachsenes Elektroauto mit extrem viel Platz. Das Witzige ist ja, dass die Zoe eigentlich von innen größer ist als von außen. Also abgesehen jetzt mal vom Kofferraum, aber vom Interieur, auch die Frontpassagiere haben richtig gut Platz. Und wie gesagt, den Megane, den können wir ja beim nächsten Video nochmal umranken, aber im Moment habe ich ihn auch noch nie live gesehen. Von daher finde ich die Reihenfolge für mich jetzt erstmal so gerechtfertigt.
Ja, ich habe ihn ja gerade im Test und muss sagen, ich bin richtig begeistert von dem Auto, hat einen extrem guten Verbrauchswert. Aber warum die Zoe für mich trotzdem einen Platz höher ist, ist einerseits die WLTP-Reichweite und auch die reale Reichweite dann im Endeffekt, weil der Megane einfach da eine zu kleine Batterie hat. Beziehungsweise zu kleine Batterie ist unter Anführungszeichen, aber die WLTP-Reichweite von 300 Kilometer im Gegensatz zu 395 Kilometer bei der Zoe ist dann doch schon ein großer Unterschied. Und was mich auch ärgert beim Megane, muss ich ehrlich sagen, ist, dass man in der Basisvariante diese schlechten Ladewerte dazu bekommt. Einphasiges Laden, was macht man schon damit heutzutage? Das ist echt ärgerlich und darum ist er eigentlich für mich auch hinter der Zoe. Genau, das verstehe ich auch nicht, warum man heute noch einphasiges Laden verbaut. So teuer kann doch ein dreiphasiger Lader nicht sein. Und ich meine, Renault ist ein europäischer Autokonzern und verkaufen auch sehr viel in Deutschland. Dass man hier dreiphasig laden will, sollte eigentlich selbstverständlich sein. Ja. Gut, dann kommen wir doch mal zu Platz 2. Wie gesagt, Platz 2. Und da haben wir, ja, was kann ich dazu sagen? Es ist ja fast schon ein Klassiker unter den Elektroautos. Es ist nämlich der Hyundai Ioniq Elektro, also nicht der Ioniq 5, nicht verwechseln, sondern der alte, sage ich mal, Ioniq. Und ja, das Auto ist irgendwie ein Phänomen, oder was meinst du, Matthias? Ja, muss man tatsächlich sagen, das Auto ist ein Phänomen und zwar in der Effizienz. Er hat einen extrem geringen Verbrauch und im Sommer war ich damit echt mal so um die 10 Kilowattstunden pro 100 Kilometer unterwegs und das ist wirklich eine Rarität. Er bietet viel Platz, einfach trotz dieser Kompaktklasse und hat auch sehr viel Serienausstattung, aber leider eine geringe DC-Ladeleistung. Ja, wieder nur einphasig, ne? Und DC hat er 44 kW. Und das ist gerade bei diesem Ioniq Facelift so schade gewesen. Da haben sich auch viele darüber aufgeregt, dass sie die Ladeleistung von dem Vor-Facelift, der ja noch eine kleinere Batterie hatte, der konnte ja bis zu 70 kW DC laden, dass sie diese Ladeleistung nicht beibehalten haben, ne? Und nun ist aber trotzdem so, dass man mit einer 38 Kilowattstunden großen Batterie, also 40 Kilowattstunden brutto war das, dass man da natürlich auch mit 44 kW, sagen wir 45 Minuten, 40 Minuten lädt und dann auch wieder unterwegs ist. Aber jetzt stell dir mal vor, es wären 70 kW, dann wäre das Auto ja fast unschlagbar gewesen. Denn man kommt tatsächlich auch auf der Autobahn mit dem kleinen Akku, ja, 200 Kilometer kann man da wirklich schaffen oder sogar noch ein bisschen mehr. Ich habe ihn ja auch schon getestet und bin ihn gefahren. Und ich hatte am Ende einen Testverbrauch auf meiner Bremerhaven-Strecke von, ich glaube, das lag so bei 12 Kilowattstunden, 11 bis 12. Und Wahnsinn. Ja, da, man fährt und fährt und glaubt gar nicht, dass der Akku noch nicht leer ist, trotz seiner geringen Größe. Das ist wirklich erstaunlich bei dem Auto. Ja, also auch ich kann wirklich sagen, Praxisreichweite hier 200 Kilometer sind locker drin. Und das ist wirklich fantastisch für diese Akkugröße. Ja, da kann man mal sehen. Jetzt stellt euch mal vor, alle Autos wären so effizient wie der alte Ioniq. Ich glaube, Hyundai selber weiß gar nicht, wie sie es hingekriegt haben. Sonst wäre ja vielleicht der Ioniq 5 auch so effizient. Ist er ja nun mal leider nicht. Aber dann wären die Akkus, könnten die viel kleiner sein und müssten gar nicht irgendwie 100 Kilowattstunden groß sein. Auto leichter, weniger Ressourcen, weniger Energieeinsatz und so weiter. Ach, wäre das schön. Ja, ist leider nicht so. Aber liegt das nur an seinem geringen Gewicht von 1495 Kilo oder sowas, glaube ich? Nein. Ioniq, ja, nur. Das Gewicht ist ja bei Elektroautos nicht unbedingt das Entscheidende, das wissen wir ja mittlerweile. Das ist einfach der ganze Antriebsstrang, wie der Motor aufgebaut ist, wie die Innenwiderstände der ganzen Bordelektronik sind. Das ist irgendwie ein Zusammenspiel, zusammen auch mit dem CW-Wert und dem Gewicht und auch dieser Höhe des Autos. Alle diese Faktoren sind bei dem Ioniq irgendwie scheinbar, ob es Zufall war oder wirklich Absicht, das weiß ich ja nicht, so gut aufeinander abgestimmt, dass der eben diese wahnsinnige Effizienz hat. Ne? Das ist wirklich erstaunlich. Es gibt ja kein Auto, was irgendwie effizienter ist als der alte Ioniq. Gar nicht. Und ich glaube, ganz ehrlich, es war ein wenig Zufall dabei bei diesem Auto. Sonst hätten sie es wieder getan. Ja, ich glaube das auch. Die wussten gar nicht, wie ihnen geschah, den Ingenieuren. Aber gut, es gibt ihn noch, zumindest ab und zu. In Deutschland haben wir ja mal wieder einen Bestellstopp. Wie ist der Preis in Deutschland gerade? Der Preis liegt minus Abzug von der BAFA-Förderung bei 25.780 Euro. Aber Achtung, das Auto wird mit Ende Juli, glaube ich, ist es eingestellt. Und zwar komplett. Das heißt, wer noch einen neu haben möchte, der sollte bald zugreifen. Ansonsten gibt es ihn nur noch gebraucht. Ja, da haben wir ja Glück, dass wir dieses Video noch im Juni veröffentlichen. Da habt ihr noch zwei Wochen Zeit, um den Wagen zu bestellen.
Ja, das ist für mich tatsächlich eine blöde Info, weil den Wagen, den mochte ich ganz gerne, auch wenn er optisch jetzt nicht so meinen Geschmack trifft, aber vom Auto her ist es einfach ein fantastisches Teil gewesen. Und ja, bei uns, wie gesagt, auf Platz 2. Und jetzt würde ich sagen, Trommelwirbel, kommen wir zu Platz 1. Ja, welches Auto ist jetzt bei mir in der Liste auf Platz 1? Wir hatten ja schon Platz 1 bei Matthias, haben wir vorhin schon erwähnt. Schaut euch sein Video an, da seht ihr es, welches Auto das ist. Mein Platz 1 ist jetzt quasi der Platz 1a. Und für mich und auch für Matthias, da waren wir uns doch tatsächlich einig, ist es das Auto, was bei uns irgendwie die meisten Gefühle hervorruft. Und Matthias, du hast die Ehre, es zu verkünden. Was ist Platz 1? Danke, Jens. Das ist für mich eine große Ehre. Und zwar, es ist der Fiat 500e. Ja, tatsächlich. Und zwar in der Icon 2022 3+1 Ausstattung. Da liegt der WLTP-Wert bei 311 Euro und der Listenpreis bei 35.000. Kilometer, Matthias. Nicht Euro. Ah. Sorry. Das wäre schön. Das wäre natürlich dann auf jeden Fall Platz 1. Ich meine natürlich Kilometerreichweite. Ich war nämlich schon beim Preis. Da liegt der Preis nämlich minus Abzug der BAFA-Förderung bei 24.420 Euro. Und ich muss sagen, was mir bei dem Auto gefällt, ist einfach die Optik. Also von außen sieht das Auto fantastisch aus und die Farbauswahl ist meines Erachtens auch grandios. Mega gut, ja. Ich finde es also nicht nur von außen die Optik, ich finde auch das, was sie sich im Interieur so haben einfallen lassen, diese vielen Details. Ich meine, klar, zugegeben, das ist sehr viel Plastik, aber nicht nur. Sie haben auch so Stoffmaterialien drin und so ein bisschen aufgeschäumtes Kunststoff. Aber die Details mit diesem Turin, dieser Silhouette von der Stadt und überall diese Fiat-Embleme und auch diese Lederausstattung, oder ist es Kunstleder, wo überall Fiat 500 eingeprägt ist. Also die haben sich da wirklich ein bisschen ihren Spieltrieb ausgelebt und man merkt, dass sie mit Liebe dieses Auto gestaltet haben. Und ich meine, wir wissen ja, wenn einer Design kann, dann halt die Italiener. Und das haben sie bei diesem Auto echt wirklich super hingekriegt. Von daher, vom Design her gefällt er mir super gut. Also wirklich am besten von allen Kleinwagen im Moment im Elektrobereich sowieso. Sogar noch besser als der Honda, obwohl ich den auch schon sehr knuffig fand. Und sie haben eine 42 Kilowattstunden Batterie eingebaut, die jetzt nicht so riesig ist. Das Auto ist ja auch nicht so groß. Davon sind jetzt 37 Kilowattstunden nutzbar. Und man kommt damit tatsächlich zwischen 180 bis 220 Kilometer. In der Stadt vielleicht noch mal ein bisschen mehr, wenn man im Sommer fährt. Auf der Autobahn schafft man auch so die 180 Kilometer. Und das Tollste ist die Ladeleistung, Matthias. Da haben sie sich ja auch mal richtig was einfallen lassen. Gerade im DC-Bereich für so einen kleinen Akku. Ja, also muss man sagen, wirklich fantastisch. Einerseits mal 11 kW AC-Ladeleistung, was ja in unserer Liste gar nicht selbstverständlich ist. Und 85 kW DC-Ladeleistung. Und das ist für diese kleine Akkugröße, muss man sagen, richtig gut. Und damit ist der Fiat 500 in 30 Minuten wieder zu 80% geladen, muss man sagen. Ich finde auch besonders gut in dieser Variante, dass es eine zusätzliche Tür gibt. Und das erleichtert einfach unglaublich den Einstieg nach hinten. Auch wenn hinten jetzt nicht allzu viel Platz ist, aber es hilft einfach. Und mir gefällt auch dieser aufgeräumte Innenraum. Und die Reichweite, die ist zwar überschaubar, aber dennoch für diese Akkugröße und für den Preis eine gute Praxisreichweite. Genau, und von der Qualität kann man auch nichts mehr sagen. Fiat hat da extrem aufgeholt und ist im Prinzip auf der Höhe der Zeit und in Augenhöhe mit allen anderen Herstellern. Und es gibt auch beim Fiat natürlich, zwar nicht zu diesem Preis, sondern zu einem bisschen höheren Preis, aber da gibt es auch sowas wie ein Cabrio, also die La Prima-Version mit dem Faltdach. Ich glaube, ich würde mir sowieso diese holen, weil Frischluft, Elektroauto fahren, ich weiß gar nicht, warum es noch keine Cabrios gibt. Das ist doch das Schönste, was man sich vorstellen kann. Ich bin ja Cabrio-Fahrer, habe ja früher immer Cabrios gefahren. Echt? Ja, cool. Ausschließlich seit 20 Jahren. Und jetzt bin ich so ein bisschen traurig, dass ich... Nein, traurig bin ich nicht. Ich feiere nun mal ein Tesla Model S, auch ein schönes Auto. Aber hat ein Schiebedach, das habe ich im Sommer auch immer auf. Ist auch zum Glück recht riesig. Aber Cabrio würde mir natürlich noch besser gefallen. Lieferzeit, ja, so ein echtes, Matthias. Waschechtes Cabrio. Müssen noch die Lieferzeit ja nicht, sagen. Ne? Nee, das ist ja nur ein Faltdach. Aber man hat so das Gefühl, ja, es ist mehr so ein Targa. Ne? Ja. Mehr so ein Targa-Dach. Ja, so richtiges Cabrio als Elektroauto gibt es noch gar nicht. Aber ich bin dir vollkommen d'accord. Elektrisch Cabrio fahren, das muss der Hammer sein. Einfach, weil du nochmal weniger das Motor, also du hörst gar kein Motorengeräusch und einfach dieses Feeling ist einfach fantastisch. Ist eins mit dem Wind.
Eins mit dem Wind, ja. Lieferzeit, Matthias, haben wir noch gar nicht gesagt. Lieferzeit, die liegt bei 5 Monaten, die ist auch gar nicht so schlimm. In Deutschland 4 bis 5 Monate, in Österreich, da könnte es ein wenig schneller gehen, aber dennoch muss ich sagen, 5 Monate Lieferzeit in Deutschland, das ist wirklich derzeit eines der schnellsten Lieferzeiten. Und das also, für unseren Platz 1, Jens. Ja, das hat auch natürlich noch dazu beigetragen, dass der Wagen hier auf Platz 1 steht, weil er ist, glaube ich, am kürzesten lieferbar von allen in der Liste. Ja, und er ist wirklich was Besonderes optisch. Also allein, wenn du ihn vergleichst auch mit dem Verbrenner, sieht der Elektro, also der Fiat 500e Elektro, wesentlich besser aus. Er ist bulliger, er ist kräftiger, er ist schöner von den Farben her. Also da haben sie sich wirklich noch was einfallen lassen und nochmal was draufgesetzt. Zudem ohnehin schon ikonenhaften Fiat 500e. Ganz genau, ganz genau. Fiat 500, genau. Es gibt ja den Verbrenner gar nicht mehr. Fiat baut den 500er ja nur noch in der Elektrovariante. Genau. Ja, das waren unsere Top 10. Bei mir waren es die 5 Plätze von Platz 5 bis Platz 1. Bei Matthias die Plätze von 10 bis 6. Und bei Matthias findet ihr auch noch ein paar andere Autos, die quasi ab 25.000 bis zu 35.000 gehen, also nicht in diese Liste passen, aber auch eben sehr, sehr empfehlenswerte Elektroautos sind. Und hier nochmal die Frage an euch. Hat euch das Video gefallen und wollt ihr vielleicht diese Liste von 25.000 bis 35.000 auch nochmal so aufbereitet haben, wie wir das jetzt hier in diesem Video für euch gemacht haben? Dann schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Und ich glaube, Matthias, wir beide hätten da Lust drauf, da noch ein zweites Video zu machen, oder? Was meinst du? Auf jeden Fall. Ich würde mich freuen, wenn ihr rüber zum Insta-Driver schaut, mir auch ein Abo schenkt. Und da gibt es auf jeden Fall noch spannende Infos in addition zu diesem Video hier. Und wenn es für euch passt, freue ich mich, wenn ihr hier drunter kommentiert, wenn wir ein Video machen sollen, also Elektroautos bis 35.000. Und ich würde mich auch freuen, mit dir, Jens, diese Liste hier für euch schön aufzubereiten. Ja, super. Hat mir auch mega Spaß gemacht und schön, dass du dabei warst. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, dann wisst ihr ja, was ihr zu tun habt. Ihr müsst mir ein Like da lassen und falls ihr es noch nicht getan habt, dann müsst ihr meinen Kanal abonnieren. Ihr wisst ja, YouTube-Abos sind immer kostenlos, aber niemals umsonst. Ja, Matthias, dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Video. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Schön, dass ihr dabei wart. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Ahoi.